Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Reading für die Energie des Neumondes im Zeichen des Löwen, der heute am Sonntag, den 8.8.2021 stattfindet. Und zwar fragen Micha und ich heute, welchen Einfluss hat denn diese Löwe-Neumond-Energie in Verbindung mit dem Löwenportal, das sich heute eröffnet, für das Kollektiv der Seelenpaare. Ja, und ich muss sagen, ich bin wirklich in den letzten Tagen geflasht darüber, dass sich gerade bei den Loslassern dieses Thema authentisch zu sich zu stehen, so wie man ist, wirklich beinahe in jedem Reading zeigt, denn so auch hier, ja. Und deswegen weiß ich auch, dass mein Einfall zu der BU-Reihe wirklich nicht umsonst kam, sondern dass das auch ein Hinweis meiner Mannschaft war, dass dieses Thema einfach im Kollektiv momentan so präsent ist und das zeigt sich auch hier in diesem Reading. Denn auf der Loslasserseite geht es vom Thema her wirklich darum, sämtliche Masken, die wir noch tragen, abzulegen. Ja, die Maske ist diesmal als Hauptenergie für die Loslasser gefallen. Das ist mal was ganz anderes und passt wundervoll in die momentan herrschende Energie. Und auf der Gefühlsklärerseite geht es mit der Herzöffnung weiter. Ja, also ein wundervolles Reading ist das geworden. Wir fragen natürlich für beide Seiten. Das hier ist deine Seite, ganz gleich, ob du als Mann oder Frau schaust. Ja, die beiden Stellvertreterkarten, die darfst du für dich so ausrichten, wie es auf deine Situation passt. Das ist die Seite für deinen Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin. Wir fragen zunächst aus dem Gilded Reverie Lenormand nach einer Hauptenergie, die dieser Neumond ins Kollektiv bringt. Und dann bitten wir jeweils um 4 Klärungskarten. Ich habe deine Seite gelegt und Micha hat die Seite für deinen Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin gelegt. Ich habe dann aus dem Tarot jeweils noch 3 Karten für jede Seite erbeten mit der Frage, welche spirituelle Aufgabe bringt diese Neumondenergie jetzt jeweils zu dir und zu deinem Gegenüber. Wir schauen uns natürlich alle Unterseiten der Decks an und heute haben wir uns mal überlegt, wir bitten um 2 Chakra-Karten und zwar haben wir gefragt, was sagst du denn deinem Herzensmenschen auf Seelenebene jetzt zu diesem Neumond in Bezug auf ein bestimmtes Chakra, ja, welches mit Energie versorgt wird durch diese Neumondenergie, auf welche Körperebene darf er sich denn oder sie sich denn besonders besinnen und was ist im Moment wichtig an, Lernaufgabe auf energetischer Ebene und da darfst du eine Botschaft an deinen Seelenpartner geben und er gibt eine an dich. Ja, und am Schluss, wie immer, hier aus dem Seelenpartner-Orakel haben wir dann noch eine, kleine Zusammenfassung der Gesamtenergie, die heute auch sehr, sehr stimmig ist zu allen gefallenen Karten. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du Lust hast, dir dieses Video anzuschauen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die das tun und unsere Arbeit damit unterstützen. Den Link sowohl zu unserer Website als auch zu Vimeo findest du hier in der Infobox unter diesem Video. Ja, und dann freuen wir uns auf euch. Bis gleich. Tschüss.